Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Weiter geht's mit den McClouds. Kalt ist es hier, aber sie haben gerade wieder die Kamine angeschmissen. Sollte wieder ein bisschen besser werden, 12 Grad, 6 Grad hier momentan noch, aber na, es geht nach oben, 12 Grad immerhin. Wir sind dabei, uns eine große neue Gegend hier aufzubauen, eine große, ja, große Wohnungen sozusagen. Und vor allen Dingen Doppelzimmer. Doppelzimmer für die weitere Fortpflanzung und das weitere Fortbestehen unserer McClouds hier. Beim Händler haben wir schon gekauft, was wir brauchten, das Eisenerz. Also, ich würde auf jeden Fall schauen, wenn der nächste Händler kommt, der irgendwie ein paar Schafe hat, dann würde ich gerne ein paar Schafe uns besorgen. Und dann müssen wir mal austesten, ob wir die hier oben mit der leichten Überdachung vielleicht irgendwie ranbringen können. Dass wir dann hier nochmal die Tierunterbringung etwas üppiger gestalten, als das hier der Fall ist. Oh, was macht der da denn? Der trinkt offensichtlich. Und er hat nicht so richtig mehr ein Bett. Also, wir brauchen einiges. Oh, es ist ein Feuer ausgebrochen. Und zwar hier. Uiuiui, das ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Machen wir mal ein bisschen langsamer hier das Problem, weil jetzt brennt hier alles. Leute, ihr müsst Wasser holen. Und zwar ganz fix. Die kommen jetzt und holen Wasser. Das könnte jetzt einiges an Zeit verbrauchen. Und vor allen Dingen könnte es auch... Wohl, na, sie löschen schon... Es ist jetzt eigentlich, naja, doch hier, das ist ein Problem. Unser Heulager ist vielleicht ein bisschen ungünstig platziert. Es brennt jetzt auch, verdammt, 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 verdammt. Ich hoffe, dass das funktioniert. Meine Güte, Feuer im Getreidelager. Hier, das ist Priorität hier. Das hat alles Priorität. Ich stelle das mal alles auf 9 und das auf 10. Ja, das... Brandbekämpfung auf 10, meine ich. Ja. Okay, jetzt ist das Feuer gelöscht und wir scheinen hier nichts verloren zu haben. Das liegt tatsächlich an dem Rennofen hier, ne? Der ist problematisch. Ich glaube, ich würde ihn nochmal versetzen. Wenn es irgendwie geht. Aber da geht es eben nicht. Doch, da geht es aber. Stellen wir den da oben hin. Weil dieses eine Holzstück, das bringt dann immer Probleme. Ich glaube, Lehm ist nicht so das Problem. Heieiei. So, da hatte ich einen kurzen Schock. Aber läuft wieder. So, Häuser werden gemacht. Das sollte uns den Stroh bringen. Bretter und so weiter. Teig gucken wir später nach. Händler haben wir schon gesehen. Ziegelsteine für den Rennofen brauchen wir, glaube ich, eigentlich nicht, weil der ja umgebaut wird. Das wird immer falsch angezeigt. Dass wir kein rohes Fleisch haben, wissen wir auch. Und Bretter haben wir auch schon gesehen, dass wir das machen sollten. Und ich glaube, das machen wir auch schon. Jawohl. Okay. Dann lasse ich jetzt wieder schneller laufen. Jetzt, wo der Brand gelöscht ist. Irgendjemand darf gerne mal diesen stinkenden Klumpen Tierhaut da wegnehmen. Aber gut. So, wir scheinen auch für die Ziegelsteinwand ein bisschen was besorgt zu haben. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Stroh, aber das ist alles eigentlich in Arbeit. Wir haben 99 Aufgaben, vor allen Dingen Transport und Bauen. Und wir haben keine Äste mehr. Da haben wir aber gerade eigentlich einen... Naja, waschen können die sich auch nicht mehr. Hatten wir doch gerade schon Auftrag gemacht, aber es kann sein, dass der schon abgearbeitet ist. Da können wir nochmal nachschauen, ob wir noch ein paar Äste sammeln können. Auf dieser Seite. Das geht erst da hinten so richtig. Ich guck mal hier. Machen wir es mal da. Alles, was irgendwie in der Nähe ist, da oben geht es auch noch. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Hier ist noch einer. Das brauchen wir vielleicht nicht dann. Na gut, sammeln wir erstmal da oben ein paar Äste. Und sollten, wie gesagt, danach
daran denken fürs nächste Jahr. Äste 3 ist nicht genug zum Feuer machen. Dir ist kalt, ist schon klar. 0,8 Grad, aber es sollte sich doch eigentlich, jetzt sind es hier 12, das müsste sich doch hier durch den Lüfter eigentlich ausgleichen, oder nicht? Naja, vielleicht nicht so richtig. Was ist damit? Ist der kaputt? Raumtemperatur minus 13. Ne, jetzt geht er. Die Raumtemperatur hier ist relativ schwierig zu erkennen. Aber es lüftet hier rein. Wenn ich das richtig verstehe, kommt hier was rein. Aber es wird eher kälter als wärmer hier. Da sind es schöne 12 Grad und hier duftet es so ein bisschen durch. Hier sind es 0 Grad. Wir haben keine, nicht mehr genug Äste, aber gut, es werden jetzt wieder welche gesammelt. Vielleicht sollten wir das gleich noch weitermachen. Denn das scheint doch etwas eng zu sein. Zur Befeuerung. Machen wir erstmal auf der Seite weiter. Achso, es ist einfach ein Musikwechsel. Ich dachte schon, die Musik möchte mir irgendwas sagen. Ich hoffe nicht. So, wir haben bisher haben wir 4 gute Betten. Hier ist jetzt auch nichts Neues aufgebaut worden. Bretter brauchen wir noch für die Holztür. Für welche Holztür eigentlich? Für die hier, ne? Ja, gut, okay. Das ist jetzt wirklich nicht das Wichtigste, diese Holztür. Auch die nicht. Und wenn das das Einzige ist, wofür wir die Bretter brauchen, dann ist es auch in Ordnung, dass die vielleicht jetzt erstmal nicht gebaut wird. Da haben wir andere, wichtigere Dinge. Und auch hier ist irgendwie, also hier sind es jetzt 12 Grad, aber hier oben sind es minus 5,9. Gab es etwa einen Patch, der das etwas genauer gemacht hat? Oder ja, das zieht hier überhaupt nicht durch. Aber es können doch nicht hier 12 Grad sein und da minus 7. Naja, gut, okay, es wird immer kälter hier oben. Leute, das kann doch nicht sein. Dann funktioniert es nicht mehr. Ich dachte, das wäre anders gewesen, aber es kann natürlich sein, dass sie es geändert haben. Minus 8, minus 9, minus 8. Nicht gut. Haben wir noch mehr Objekte, die Wärme ausstrahlen, wirklich? Wenn wir das hier sehen, wäre es ja gut. Aber Brennofen, nix. Die Schmiede bringt halt was. Aber die Schmiede haben wir jetzt nicht dauernd im Einsatz. Das wäre sonst für die Bedürfnisse, aber da steht es auch nicht dabei. Insofern müssen wir nochmal gucken. Hier, das Kochfeuer macht 30 und der Steinkamin auch 30. Tja, also es scheint momentan das Einzige zu sein, was hier irgendwie geht, aber wenn ich mich nicht völlig täusche, oh Gott, jetzt sind hier alle Äste weg. Wir haben aber 105 neue Äste gesammelt, also irgendwie müssen die schon mal in der richtigen Nähe sein, hoffe ich mal. Und dass sie das am nächsten Morgen vielleicht dann anbringen. Da oben sind die Äste gelagert. Solange hier noch was drin ist, ist erstmal gut. 6 Äste sind da noch drin. Und hier scheint es auch mit der Wärme okay zu sein. Allerdings 10, ja, 12 Grad da, 10 Grad hier. Ja, vielleicht ist einfach der Raum mittlerweile zu groß. Oder es hat sich jetzt einfach etwas über die Zeit hinweg etwas angestaut, etwas Kälte. Und bis das wieder raus produziert ist, muss man ein bisschen länger heizen. Vielleicht kriegen wir das ja hin mit den 905 Ästen. So, wir haben noch für 10 Tage Essen. Das ist nicht das Problem. Wir sind am 6. Tag des Winters, am 26. Tag unserer McClouds. Und Francis geht erstmal eine Runde spielen. Nee, doch nicht. Aber irgendjemand planscht hier im Wasser. Ah, Elsbeth war es. Elsbeth war es. Wir haben noch 1125 mal Wasser. Hier draußen steht auch noch einiges. Das ist also nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass hier jetzt irgendjemand mal an diese Dinger gehen muss. Das gehört zum Thema Reparatur. Vielleicht sollten wir jemanden da abstellen, der das auf jeden Fall macht. Katrin kann es eigentlich gar nicht. Was würden wir hier rausnehmen? Industrie und Holzwirtschaft. Und das Sammeln, also rausnehmen nicht, aber ein bisschen verringern. Transportholzwirtschaft, weißt du was? Normand, fang du mal an mit der Reparatur.
Vielleicht auch hier jetzt mit dem Brand. Wäre es vielleicht auch nicht schlecht, da was zu haben. Norman pennt aber noch. Vergnügt, trotzdem motzig, satt, es ist zu hell. Ja, ja, ist ja gut. Es ist ja gut, mein Freund, ich habe dich verstanden. Wir haben noch genug Pilze und getrocknetes Fleisch, alles gut. Alles gut, alles gut. Das Ding läuft auch schon mal wieder. Damit sind es hier momentan minus 17, aber es geht nach oben. Ja, es wird natürlich nicht wärmer draußen. Gefühlte Temperatur minus 30 Grad. Meine Herren, minus 17,2 sind es eigentlich. So, und das hier muss auch dringend erledigt werden. Landwirtschaft hat aber jemand ganz oben. Ja, das ist Elsbeth, die das hat. Elsbeth war doch gerade, hat sich doch gerade gebadet. Sollte doch eigentlich jetzt was möglich sein. Katrin haut den Lehm. Wo ist Elsbeth denn? Da. Die macht jetzt nicht Landwirtschaft, sondern die packt erstmal in den Holzkohleofen für die Industrie was. Warum? Das ist deine zweite Aufgabe halt, ne? Die du eigentlich gar nicht so gut kannst. Aber du bist eine der wenigen, die es mag wenigstens. Oder zumindest nicht hasst. Naja, unsere McClouds sind auch eigenwillig. So, Helen muss wieder im Dunkeln und in der Kälte arbeiten, um hier ein paar Mauersteine zu machen für die neue Wand. Naja. Das sollte umgebaut werden. Das ist ein Transportjob. So, jetzt ist das Ding hier wieder an. 12. Und da oben, doch, da oben geht es auch nach oben. Minus 5. Aber so richtig warm wird das hier nicht mehr. Vielleicht aber auch ein bisschen wegen dem Brotding. Der Brotofen hat, glaube ich, auch ein bisschen Wärme gebracht, obwohl das hier nicht steht. Mal gucken, minus 3. Sind es auch minus 3. Ne, okay, dann liegt es nicht am Brotofen. Wir haben jetzt eine gute Umgebungsanzeige hier. Also je weiter man wegkommt, desto klarer ist es dann doch etwas kühler. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher. Da muss ich nochmal in die Patch-Notizen gucken, ob die da gerade was neu gemacht haben. Schauen wir mal, was William... Hier zu William Wallace, da ist er endlich. Ne, es ist Douglas leider. Na gut, wir könnten was verkloppen. Rinde oder Holzasche oder sowas. Aber Heu brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Stroh. Ja, 6 ist jetzt auch nicht so teuer, ne? Könnte man sich schon reinzwirbeln. Dann bräuchten wir nicht ganz so viel. Können wir zum einen für die Strohwände hier benutzen und zum anderen hier zum Befeuern der Fackeln. Eigentlich haben wir es aber. Komm, ich kaufe mal 100, dann haben wir kurz ein bisschen Ruhe. Ach so, und können wir noch irgendwas anderes verkaufen, was wir jetzt easy machen können zum Beispiel? Ich meine, so eine Eisenhacke und so. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, das können wir gut selbst gebrauchen. Und außerdem haben wir nicht so viel Eisenerz, dass wir da jetzt wirklich was mitmachen könnten. Wobei wir jetzt gerade ein bisschen was auf Lager haben und 43 Eisenbarren ja auch gar nicht so schlecht sind. Immer noch Lehm. Nee, das stimmt nicht. Der Rennofen kann einfach transportiert werden. Das ist hier falsch aufgezeichnet, glaube ich. Da ist der Brennofen und da ist der Rennofen. So, Helen, weiter mit den Mauersteinen. Habt ihr hier noch eine Aufgabe? Ja, Bretter sind noch drin. Priorität ist momentan bei 7. Ja, ist schon spannend, was sie zuerst machen. So ganz genau habe ich das offensichtlich, also zum einen nicht ganz so genau eingestellt und zum anderen machen sie manchmal auch ein bisschen komische Sachen. Elaine ist auch noch gekommen und würde uns Beeren verkaufen oder Holzstämme. Ja, naja. Also wenn wir mal so richtig Eisen haben, mal so eine Eisenaxt oder sowas zu verkaufen für 125 ist natürlich ziemlich geil, aber brauchen wir jetzt gerade, glaube ich, nicht tun. Wir sind ja halbwegs gut ausgestattet. Bauen macht gerade gar keiner mehr, aber es ist, ich finde es auch nicht so schlimm, dass wir jetzt da ein bisschen langsamer vorankommen. Ich lasse mal schneller laufen. Wir haben 49 Äste. Haben wir hier schon alles wieder abgegrast? Ja, tatsächlich. Hier ist noch 1, 2, 3 Aufträge, sehe ich hier noch. Machen wir da gleich wieder ein paar dazu. Die Äste fliegen wirklich schnell hier weg. Da sind wohl keine Äste mehr. Da ist noch einmal Ast. Einmal Ast ist gut, aber ihr wisst, was ich meine. Was liegt denn hier eigentlich rum? Da liegt haufenweise Heu rum.
Das wird auch nicht eingesammelt. Wir haben schon wieder 122. Aber das sind alles, das sind 80 Bauaufgaben. Das müsst ihr doch sammeln und Transport. Das ist doch nicht so weit voneinander entfernt. Hier Kochen und Transport. Dazu gehört es doch wahrscheinlich, oder? Das zu holen wäre doch einfach ein Transport. Ach, euch ist richtig kalt, ja. Minus 24 Grad, naja, immerhin. Hier drin sind es immerhin zwei. Wohlige 2 Grad. Und direkt am Feuer 12. Also, ich glaube, der hier braucht eigentlich auch noch so einen Kamin hier. Wir brauchen sowieso wahnsinnig viele Kamine. Ich weiß gar nicht, wie wir den ganzen Spaß hier mit den Kaminen, wie wir den hier reinbauen und dann auch befeuern sollen. Also brauchen wir so viele Äste. Da ist auch schon wieder nur noch einer drin. Aber es werden noch welche abgeholt. Aber viel sind nicht mehr da. 29. Aber sie holt schon wieder was hier. Irgendwie zuckelt mein Spiel gerade. Ich weiß nicht warum. Es ist diesmal nicht der Faust-Sink, sondern irgendwas anderes ruckelt hier manchmal. Keine Ahnung. Es läuft eigentlich nichts im Hintergrund. So, Nägel brauchen wir noch ein paar. Ach so, für den Escher. Ah, hier haben wir auch was gebaut. Jetzt die Rindengerbung haben wir gebaut. Und den Entfleischer. Ja, da können wir aber momentan noch nichts mitmachen. In der Schneiderwerkstatt können wir allerdings sehr gut jetzt die anderen Dinge machen. Aber das brauchen wir auch letztlich. Momentan haben wir das Ding eigentlich schon abgebaut. Ja, das machen wir ja jetzt nicht. Der Kompost läuft, auch ohne getrocknete Tierhaut. Und hier, naja, müssen wir mal schauen. Wachstum 54% jetzt bei den Beeren. Die werden wir wahrscheinlich schon abernten können am Ende des nächsten Jahres. Aber wir müssen uns nochmal eine große landwirtschaftliche Zone irgendwie zusammenbasteln. Aber vielleicht machen wir es auch wirklich direkt dahinter und hauen diesen Berg hier einfach weg. Ich glaube, wir hauen den Berg komplett weg. Und den Gang bauen wir uns dann noch hier runter. Ich glaube, wir machen wirklich hier komplett so einen Gang hier rein. Dann können wir hier auch alles, was an Eisenerz noch da ist, können wir noch abhauen. Und dann haben wir eine sehr, sehr große Gegend. Hunger, Hunger, aber das sollte nicht das Problem sein. Nein, nein. 9 Tage, Tag 6, alles locker. Also locker in Anführungsstrichen, aber so. So, welcher Idiot hat jetzt wieder den Rennofen daher geholt und dann wahrscheinlich hier oben irgendwo hingestellt? Da. Ach, ist das blöd. Na gut. Wollen wir noch einmal Eisenbarren können wir noch machen mit dem 25 mal Eisenerz. Hier sind die Aufträge eigentlich durch mit dem Mauerstein. Hier unten sind wir auch durch mit den Brettern. Da können wir dann ja nochmal ein bisschen was machen für die Holztüren. Ja, machen wir mal nochmal 10 Bretter und danach nochmal 100 Äste. Sollte mit dem, da habt ihr es gesehen, komische, merkwürdige, kleine Ruckler. So, wir haben hier noch 24, ja, noch ein bisschen was an Holzstämmen. Da können wir schon mit arbeiten. Äste werden nochmal geholt. Diedel, 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 diedel. Das war schief. So, na gut, ich lasse hier gerade auf voller Geschwindigkeit laufen. Das ist ja ganz entgegen meiner üblichen Geschichte. So, wir haben immer noch Bauoptionen. Die bauen gerade hier unten. Die können sich eigentlich das frei entscheiden. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. So, aber wir haben, glaube ich, schon noch die Möglichkeit, noch mehr unterschiedliche Sachen zu machen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Heusamen haben wir denn hier? Doch, hunderte. Hunderte Heusamen haben wir hier, aber das steht halt auf 5. Vielleicht mache ich das mal ein bisschen nach oben. Machen wir mal 300 hier. Dann haben wir neues Stroh. Hier wird noch einmal im Rennofen gebacken. So, Schmiede. Die Schafschere. Können wir ja mal eine von machen. Wir haben kein Schaf, ist mir schon klar. Ach so, warte mal. Das machen wir aber erst, nachdem wir einen Milcheimer uns gebaut haben. Wobei, Moment, im Inventar, wir haben schon einen Milcheimer, oder was? Milcheimer. Müsste unter Werkzeuge sein, wahrscheinlich. Tatsächlich, wir haben einen Milcheimer. Können wir mal gucken, was wir nicht haben. Die Schafschere, eine Steinspitzhacke haben wir nicht.
Dann sollten wir davon auch noch welche machen. Weil sonst können wir ja gar nicht mehr... Achso, aber die gibt es hier gar nicht. Moment mal. Oder ist die Eisenhacke hält länger? Genau, wir haben ja die Eisenhacke statt der Steinspitzhacke jetzt. Ein Clanmitglied ist hungrig. Ja, aber dann hol dir doch was zu essen, Katrin. Bei dir bitte hier. Geräuchertes Fleisch, na also. Schon haben wir das Problem gelöst. Für den Escher und für die Holz brauchen wir Nägel. Okay, wir sind jetzt komplett, wir haben gar keine Nägel mehr. Muss ich wieder gucken, wo wir das nochmal machen. Hier oben auch, ne? Wir wollen immer 40 Nägel haben. Ne, wir wollen sogar 100 Nägel haben. So, nachdem wir den Milcheimer gemacht haben. Und jetzt pennen sie schon wieder alle. Mit der Axt in der Nähe. Vielleicht haben sie ein bisschen Angst gekriegt. Die ziehen sich sogar die Sachen aus. Ist das zu fassen? Der Sackleinenmantel. Vielleicht ist er schon ein bisschen stinkig. Aber wenn es warm genug ist, dass ihr euren Mantel auszieht, dann ist doch nicht so schlimm. 14 Grad, naja. Braucht man nicht unbedingt einen Mantel. Was macht denn die Hühner hier? Du hast Hunger. Und du gehst jetzt da zum Heu. Ist das Heu? Ja. Hier ist kein Getreide mehr drin gerade, ne? Wasser ist da auch nicht mehr drin. Naja, irgendjemand muss das halt machen. Aber Landwirtschaft haben wir doch. Hier, Elsbeth. Was ich mich auch schon mal gefragt habe, das könnte ich ja nochmal ausprobieren. Ich kann ja das Ganze hier als Eigentümer jemanden festlegen, ne? Ich weiß nicht, ob das auch als sozusagen Arbeitsauftrag mit gilt. Wo ist denn Elsbeth? Muss ich Elsbeth erstmal finden, beziehungsweise ich kann es, glaube ich, auch hier unten machen. Die hat Spaß. So, der Getreidetrog gehört dir, Elsbeth. Ah, jetzt ist hier schon wieder alles kalt. Aber ist vielleicht ganz gut, wenn sie das immer morgens erst aufheizen und nicht dann schon die ganze Nacht richtig heftig am Laufen haben. Sondern nachts das sein lassen. Sonst bräuchten wir noch mehr Äste und wir haben schon wieder nur noch 12. Moment. Gucken wir hier oben nochmal. Machen wir mal hier eine ganze Reihe. Da gibt es doch einiges noch. Das brennt echt weg wie nix, ne? Die Aalfalle ist hier auch okay. Ach so, wir können schon mal fürs nächste Jahr fürs Jagen eine Angelstelle uns bauen. Zwirren, Äste, Nägel. Ja, das ist ein bisschen die Frage, ob das jetzt hier so viel Sinn macht, in diesen kleinen Teichen. Hier oben wahrscheinlich mehr als da unten. Zeigt er uns hier noch was an, wenn ich das hier mache? Warte mal. Moment, wie rum ist denn das? So. Fischen 30 von 31%. Es scheint auch auf den gleichen Wert zu gehen. Passt du hier irgendwo hin? Wir bauen da mal eine hin. Aber wenn das die gleichen Prozentwerte sind, dann sollten wir vielleicht... Na, obwohl, vielleicht ist es der rohe Aal und das andere ist was anderes. Wir bauen das mal da. Das Huhn friert auch. Es hat überhaupt keine Pflege bekommen, das arme Huhn. Aber du hast doch was zum... Ah, Elsbeth kommt. Ah, die hat jetzt hier Wasser reingeschmissen, mal. Ja, 30 Wasser sind jetzt da drin, aber hier sind auch 10 im Getreidetrog. Okay, vielleicht hat es was gebracht, dass ich gesagt habe, Elsbeth ist deine Aufgabe. Vielleicht ist es aber auch nur Zufall. Man weiß es nicht. Und jetzt brennt hier schon wieder was. Ach, die ersten... Was haben wir denn hier rumliegen? Da liegen Holzbretter rum, oder? Wieso liegen denn da Holzbretter? Haben wir das zum... Ah, für den Milcheimer. 4 Holzbretter. Schnell, Leute. Wir sollten vielleicht wirklich auch so ein Kruglager hier unten irgendwo reinbasteln. Fällt mir dabei gerade auf. Damit man einfach schneller an Wasser rankommt. Ich baue hier nochmal irgendwo so ein Kruglager hin.
Da vielleicht. Braucht auch wieder Äste. Aber der Weg ist einfach sonst ein bisschen weit, wenn es da unten zu Bränden kommt. Und das scheint ja momentan unsere Brandgefahr Nummer 1 zu sein, da unten diese Öfen. Weil da ein Hansel, weil ich ihm das, also ein Hansel, nämlich ich, hat da nicht das gemacht. Das können wir eigentlich in diesem ganzen Bereich machen. Da soll nichts rein, was irgendwie brennt. Und hier auch nicht. Das hatten wir aber auch schon mal gesagt, dachte ich. Aber vielleicht bin ich auch falsch. So, hier darf, da darf. Okay. Und die vier Bretter sind auch noch am Leben. Haltbarkeit ist runtergegangen. Ich glaube, das wird es dann sein, ne? 63. Wenn wir jetzt hier nochmal auf die anderen Bretter schauen, die haben dann eine Haltbarkeit von 100. Okay, das ist so ein bisschen abgebrannt, aber das können wir noch verwenden für so ein... Also ich meine, wenn der Milcheimer so ein paar schwarze Stellen hat, meine Güte. Das ist in Ordnung, solange es hält. Mit dem Milch. Mit der Milch. Mit dem Milch. Mit dem Milcheimer, wollte ich sagen. Um mich zu verteidigen hier. So, Escher, Holz für Angelstelle. Wir brauchen Nägel, liebe Leute. Aber ihr seid dabei, ne? Ne, seid ihr nicht. Ihr macht die Schafschere gerade. Lass den Milcheimer nochmal raus. Wir brauchen mal 100 Nägel. Eva am Schmieden. Das ist auch cool. So, die erste Schafschere ist da. Hat uns leider nichts freigeschaltet, aber gut. Nägel brauchen wir auf jeden Fall. Geräuchertes Fleisch ist mittlerweile alle. Das haben sie gerne gegessen. Äste noch 50. Da haben wir aber noch ein paar Aufträge. Ich hoffe mal, da gehen sie hinterher. Tja, und dann... Ich meine, Erde pflügen können wir wahrscheinlich. Können wir das eigentlich im Winter auch machen? Wollen wir hier landwirtschaftlich uns weiter ausbreiten? Oder wo können wir das noch klug machen? Momentan ist hier unser Getreidelager. Eigentlich fände ich diesen Bereich doch gar nicht so schlecht. Und dann vielleicht hier hoch. Da müssten wir bloß ein bisschen was hier noch weghauen. Wir könnten mal die Steine auf jeden Fall aufsammeln, finde ich. Dass wir mal ein bisschen Platz schaffen hier. Die Steine brauchen wir wirklich auch nicht. Die können wir dann verkaufen im schlimmsten Fall. Ja. So, ansonsten sieht es ganz gut aus. Außer die Kälte. Schnell wieder ein paar Äste reingeschmissen. 51. Ich glaube, ich sollte weiterhin, also Äste sammeln, sollte jetzt Daueraufgabe bleiben. Da oben haben wir noch einiges. Dann probieren wir es hier auf dieser Seite nochmal. Das müsste eigentlich sehr, sehr viel sein. Ich fange mal von hier an und guck mal, wo es losgeht. Ja, man sieht es kaum. Da geht's los. Ansonsten haben wir fast alles abgegrast hier. Dann probieren wir es da auch nochmal. Und vor allen Dingen hier, ja. Na gut. Also, Hauptaufgabe Äste sammeln. Wir haben schon wieder nur noch 9. Ist das zu fassen? Das brennt hier weg wie Zunder die ganze Zeit. Baumstämme hätten wir aber noch. Das macht gerade keiner. Na gut. Nicht ganz so schlimm. Ihr baut lieber was, ne? Ich könnte die Bauaufgaben mal ein bisschen runtersetzen. Dass nur einer baut, das ist eigentlich momentan nur... Ah, Moment mal. Wer ist denn beim Bauen überhaupt ganz vorne? Bauen, 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 bauen. Bergbau, bauen. Helen. Ja, es geht aber eigentlich, ist hier Transport, Holzwirtschaft und so weiter davor. Das müsste doch eigentlich, das müsste okay sein. Sammeln ist bei vielen ganz oben. Eigentlich finde ich die Einstellung gar nicht so schlecht. Sie machen es nur nicht immer gerne, offensichtlich. So, liebe Leute, wir sind am 7. Tag angelangt. Es ist schon deutlich wärmer geworden. Draußen nur noch minus 7,2 Grad. Jetzt sind wir, jetzt haben wir keine Äste mehr. Aber gut, wir sind ja dran. Wir sind dabei. Sollte alles funktionieren. Du wärmst dich da mal ein bisschen auf, Andrew. Das verstehe ich gut. Momentan würde ich mich jetzt nicht trauen, hier noch einen Steinkamin zu basteln. Wir könnten den Steinkamin natürlich hier runtersetzen. Allerdings, wenn wir das nicht aufheizen, funktioniert die Brotmaschine nicht mehr.
Hafermehl hätten wir auch nochmal, oder? Haferkorn, warte mal. Heusamen, Haferkorn haben wir noch 528. Und noch ein paar zerquetschte. Dann machen wir doch gleich nochmal 200 mal Hafermehl. 1, 2, 3, 4 mal Teig. Und 1, 2, 3, 4 mal den Spaß. Stimmt das jetzt? 24. 6 Teig. 6 Teig. Da brauchen wir auch nochmal Äste für. Aber vielleicht, da das Fleisch jetzt alle ist, vielleicht ist es ganz gut, zu den Pilzen mal eine Scheibe Brot zu haben zwischendurch. Weil die Fische sind auch alle. Wir haben jetzt nur noch Pilze. Stelle ich mir ein bisschen anstrengend vor. So im Winter und dann an so einem getrockneten Pilz zu lutschen. So, liebe Leute, weil wir uns das Bild jetzt nicht genauer vorstellen wollen. Und den Reisenden, der angekommen ist, den wollen wir auch nicht. Alexander und Farrell auch nicht. Die wollen Miete zahlen, aber ja, jetzt gerade nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Leute. Es ist schon der Abend des 7. Tages im Winter. Es, wie gesagt, die Kälte ist schon deutlich milder geworden. Und wir sind dabei, das hier alles schön groß aufzubauen in unserem Patchwork-Haus. Häuschen mit Stroh, mit Ziegeln, beziehungsweise mit Mauersteinen und mit Felsen. Da ist das Wasserbecken einmal Hände gewaschen. Wunderbar. Das mache ich jetzt auch. Und ihr auch. Und dann sind wir alle safe. Oder auch nicht. Liebe Leute, macht, was ihr wollt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.